hilft zum Happy End, DuckTales. Ja, Freunde, hallihallo, der NRW 18 hier. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem meiner liebsten Let's Plays, die DuckTales. DuckTales, ja, ich habe es per Zufall entdeckt. Ich habe mal meinen alten Gameboy ausgekramt und da habe ich auch DuckTales für gehabt. Ja, und habe mir gedacht, irgendwie muss man das doch zu einem Let's Play umwandeln können. Und dann ist mir aufgefallen, dass für das Nintendo Entertainment System, kurz NES, dieses wunderschöne Spiel gibt. Es gibt sogar auch eine Fortsetzung, DuckTales 2. Da habe ich auch schon bei beiden reingeschaut. Es ist wunderschön, es ist wunderschön. Es erinnert an die alten Tage und das wird jetzt gespielt aus dem Jahre 89. Da war ich, lasst mich überlegen, ja, fast sieben Jahre. Und ja, ich nehme euch jetzt mit auf eine Reise mit Dagobert Duck. Genau, wir müssen nämlich hier Schätze finden. Einmal im Amazonas, in Transylvania, in African Mines, in den afrikanischen Minen, im Himalaya und auf dem Mond. Genau. Ja, womit fangen wir an? Ich denke mal, wir fangen beim Amazonas an. Und ja, da unten rechts auch sehr schön. Normalerweise Tick, Trick und Track heißen die. Und normalerweise ist einer davon blau. Das stimmt schon mal nicht, aber egal. Wir starten beim Amazonas. Das sind wir. Dagobert Duck, wir können springen, wir können laufen und wir haben unseren Pogo-Stock. Ja, so heißt der wirklich, also so wird er im zweiten Teil genannt, unseren Pogo-Stock. Damit können wir halt Gegner ausschalten und halt auch, wie ihr hier gerade seht, versteckte Schätze finden. Zack, genau, das bringt natürlich alles Punkte und ihr kennt Dagobert Duck. Der will immer Geld haben. Oben rechts sieht man unser Geld, darunter die Lebenspunkte. Ja, oh, das Eis, das füllt unsere Lebensenergie wieder auf. Und rechts, ja, dummerweise die Zeit. Da frage ich mich, was man damals wirklich damit bezwecken wollte. Aber nun gut. Oh, Schätze, Schätze, Schätze. Ja, also wie gesagt, wir müssen halt diese besagten Objekte finden. Um halt das Spiel abschließen zu können. So, hier oben ist ein Geheimgang. Wie gesagt, ich habe es mir ein bisschen angeguckt, aber auch nur zum Reinkommen, dass ich hier nicht total dumm hier das Spiel beginne. Und ja. Ich freue mich, wie gesagt, sehr auf dieses Spiel, denn wo ich klein war, habe ich dieses Spiel sehr oft gespielt. Zwar jetzt nicht auf dem NES, sondern auf dem Game Boy. Aber erinnert immer wieder schön an die alten Zeiten. Und da ihr wisst, da ich ja sehr die alten Spiele liebe, habe ich mir gedacht, das ist ein passendes Spiel dazu. Meine anderen Projekte, die laufen weiter, keine Sorge. Wir können, das habt ihr gerade gesehen, auch schlagen. Deswegen ist nämlich hier das. So, damit müsste normalerweise... Nee, doch nicht. Okay, dann müssen wir es so machen. Wir können nämlich mit unserem Pokestock auch Dinge wegschießen. Das war gerade ein Leben und ja. Da müssen wir nicht mehr lang, da kommen wir hinten dann wieder raus. Okay, das wird jetzt haarig. Nee, doch nicht. Und hoch. Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Oh boy. Ja, man wird alt, Freunde. Ach so, ja, genau. Meine anderen Let's Plays. Die laufen weiter, keine Sorge. Das hier ist so eine Art, ja, Zwischen-Let's Play. Weil das Spiel ist auch jetzt nicht wirklich lange. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass ich jetzt hier... Wow! Wesentlich lange für brauchen werde. Ah, diese Scheiße. Die kommen natürlich auch immer in den blödendsten Momenten, wo man dann so sagt, so, Ja, und ihr habt es gerade gesehen, und für die, die es nicht gesehen haben, hin und wieder speichere ich hier mal in dem Spiel. Denn, das ist das Blöde, bei den alten Spielen ist das oft so gewesen, dass wir... Danke, Quack! Das Quack der Bruchgelot, der bringt uns immer mal wieder über solche Hindernisse. Ja, dass man hier, wenn man stirbt... Wir haben auch nur 3 Lebenspunkte. Wow, 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 wow. Oh, nee. Dass wir dann wieder ganz von vorne anfangen müssen.
Ne, und das finde ich, das muss nicht sein. Das ist langweilig für euch, nervig für mich und damit ist dann kein Gold. Deswegen werde ich ab und zu mal hier einfach mal abspeichern. Nein! Oh. Seht ihr? Jetzt wisst ihr warum. Ja, weil ansonsten, ich habe es mal versucht, oder was heißt versucht, ich habe es auch ohne gemacht. Das ist, ja, also für mich selber ist es nervig. Und ich kann mir vorstellen, für den Zuschauer, der sich dann hier fünfmal ein und dieselbe Stelle anschauen muss, ist es dann auch, ja, nervig. Für die, ah, für die, ja. Für die, die sagen, oh, der spielt mit Save States. Ja, die haben einfach Pech, weil... ich... Oh, oh. Scheiße, jetzt komme ich hier nicht mehr rüber, oder was? Weil ich werde mir das einfach nicht antun. Hier. Ewig und drei Tage immer dieselbe Stelle. Oh, Gott sei Dank. Hier zu spielen. Ich möchte euch das in einem durchzeigen. Und das versuche ich auch. Ob es mir gelingt, das steht auf einem anderen Blatt. Das war knapp. Okay, jetzt wissen wir, dass wir da nicht mehr hoch müssen. Jetzt gehen wir direkt hier hoch. Da ist Quack wieder. Oh, bitte ein Eis. Oh, ich brauche ein Eis. You want a lift back to Duckburg, Mr. Duck? Ah, nein, ich will hier bleiben. Ah, wow. Das habe ich ganz vergessen. Oh, ich brauche Leben, Freunde. Ich brauche Leben. Okay, wenn er jetzt hier hinkommt. Nein, ich will, dass der hier hinkommt. Jetzt! Ah, nee, doch nicht. Okay, na! Oh, Gott sei Dank. Boah. Hier gibt's auch nichts. Oh, doch, da gibt's was. Da vielleicht? Nein. Okay, dann laufen wir einfach mal hier durch. Hey, 300.000 to pass through here. Ja. Oh, cool. Was, das alles? Ach so, sonst wäre ich da nicht hochgekommen, ne? Okay. Oh, okay. Ach, guck mal da, wer da steht. Use your cane to defeat the treasure keepers. Okay, also wir müssen unseren Stock hier benutzen. Oh, ein Leben. Habt ihr das gesehen? Das um das P, das sind unsere Leben. Aber das bringt mir alles nichts, denn... Oh, Moment, ich glaube, die kommen runter. Ja. Das bringt mir alles nichts, denn... ja, ich brauche Energie hier halt, ne? Ah, nein, er ist der Endgegner. Das ist, glaube ich, gut... Oh, wow. Wow. Das ist der erste Endgegner. Wow! Nein! Ach, die Drecksau. So, dann müssen wir ja ganz schnell unseren Pogo-Stock nehmen. Zack. Das war knapp. Oh nein! Schon wieder! Oh nein! Ich schaff das heute noch. Das kann doch nicht sein, dass ich hier so... Ey, das kann doch nicht sein! Das kann doch nicht sein! Okay, dann nochmal neu. Ja, ist gut. Ach, Dagobert. Nein, Scheiße. Ja toll, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Okay, so rum. Tap. Und tap.
Hier ist natürlich nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Boah, was lose ich denn jetzt hier so ab? Ah, kann der mal aufhören? Jetzt hätte ich rüberkommen. Na, kacke. Ja, super. Ach nee, Freunde, das macht doch keinen Spaß. Mano! Ich will das jetzt schaffen. Okay, so geht's nicht. Also ich muss warten, bis der wieder unten ist. Musik ist cool. Ey, es kann doch nicht sein. Der erste einfache Endgegner und ich lose hier so ab. No, 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 no. Aber ich glaube, jetzt habe ich das Bewegungsmuster raus. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so schwer. Hier durch und dann... Okay, das ist noch vertretbar. Das ist auch noch vertretbar. Ja, boah, es ist, wenn er da springt, Mann. Das glaube ich jetzt alles. Nein, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Oh nein! Das kann man doch keinem Menschen jetzt zeigen. So, komm. So, jetzt warte ich aber. Zack. Komm, spring. Wow, 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 wow. Ah, oh, das sieht gut aus. Ja! Endlich! Oh, und 1 Million gekriegt. Und noch mehr. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Ja, der Amazonas. Geschafft. Ja, und jetzt kommen wir da auch nicht mal hin. Freunde, das war der erste Teil meines wunderschönen Let's Plays, The DuckTales. Freut euch! Ja, jetzt muss ich auch noch aufstoßen. Freut euch auf den zweiten Teil. Bis dahin, euer NRW über 18 sagt adieu.